Klasse. Blätter mal weiter. Ein bisschen was ist schon heraus. Hier ist es leer. Genau. Der Kühlschrank war kaputt dann irgendwie, oder? Der Kühlschrank steht im Keller. Den haben wir runtergemacht. Ach so, okay. Gut. Der steht im Keller. Da ist dann alles draußen. Gut. Ja, gemalert. Ja, eingeweicht, ne? Die Tapeten eingeweicht zum Abziehen. Mhm. Und dann waren die Tapeten eben weg. Ja. Aber trotzdem noch eine ganze Reihe von wichtigen Dingen, die zu tun waren. Mann, oh Mann. Genau. War schon ein Haufen Zeug. Weil deine Beschriftung ist auch immer so schön. Das im Bild sich bereits von selber erklärt, das finde ich klasse. Ja, ich kämpfe immer dagegen, mit meiner Handschrift brauche ich nicht anfangen, mit der Computerschrift, das ist dann auch doof, aber so hat es einfach natürlich einen ganz anderen Flair. Der war natürlich nicht zeitgleich mit den Armen drin, als die Stichsäge kam. Ne? Also das war ein und derselbe Arbeiter, der hat halt immer vorhin gesägt, dann habe ich das Loch gezeichnet, dann kam er rein und hat dann noch. Da denke ich mir, ach, da kann ich mich ein bisschen verewigen. Kann man euch irgendwas bringen, Wasser? Das ist der Wasseranschluss, den wir dann abgeklemmt haben, ne? Dann gab es nicht so viel zu zeichnen, da haben wir mal Stilllegen mit Staubsauger. Genau, und dann haben wir einen Staubsauger gebraucht. Transparenten Sicherheitsschuhen auf der Leiter umgesägt. Aber es ist nicht gestellt, ne? Also ihr arbeitet dann wirklich... Es ist nicht gestellt. Naja, die Platte, um den Dunstabzug dann festkriegen zu können. Genau, da ist innen drin die Platte drin. Mhm. Genau. Dann waren irgendwelche Löcher offen, Kabel quer gezogen, wieder zugespachtelt. Ja, da wird es schon ordentlich. Ja. Dann haben wir Kernbohrung gemacht. Da kann er nicht weg. Er konnte nicht flüchten. Und dann hat er oben bei der Kernbohrung gesagt, oh, jetzt sind wir in einem anderen Raum rausgekommen. Habt ihr irgendwo einen Raum mit einem blauen Teppich? Da kam er im Homeoffice an. Musste das Homeoffice auf die Terrasse ausweichen. Irgendjemand hat uns dann den Strom durchgemessen. Das sind die neuen Wasseranschlüsse. Da haben wir die Fliese wieder reingeklebt. Ne, erst haben wir einen Estrich gemacht, da über die Fliese geklebt. Das andere war der Estrich, den wir ersetzt haben. Dann haben wir geschliffen, weiß eingenebelt alles. Und gestrichen. Skizzierst du mit Bleistift und dann später Tusche, oder? Das ist Bleistift und das ist aber keine Tusche, das ist Tinte. Und zwar habe ich einen Füller mit einer Carbon-Tinte, die ist wasserfest. Ah ja, und den Aquarellieren. Den nehme ich aber, das ist mein alter Steno-Füller und den nehme ich verkehrt rum. Weil er dann noch feiner ist. Der Steno-Füller ist an sich fein. Ja, ja, ja. Dann hat er aber auch eine elastische Feder. Also ich kann auch dickere Striche machen, wenn ich möchte, wenn ich aufdrücke. Mhm. Und wenn ich ihn verkehrt rum nehme, dann bleibt er ja starr. Und dann ist er sehr noch feiner. Fein. Ja, ja, ja. Reißt auch ab und zu der Strich manchmal ab. Genau. Genau. Dann haben wir Silikon gemacht. Und dann kamen schon die Küchenmöbel. Das erste, ja cool. Konnten dann auch nicht flüchten. Naja, aber die waren ja vorbereitet. Die waren vorbereitet, ja. Konnten auch nicht flüchten. Haben wir auch immer auf Montage vor das Zimmer, wo der Papa aus den Schränken rausschaut. Genau. Das läuft ja nicht davon. Also ich fange gerade das an, wenn ich ein Buch. Da sitzt man dann schon mal auch schick, ja. Genau. Alexandra und der Stefan.
Der Fliesenspiegel wurde reingemacht. Also das machen wir auch ehrlich, genau, ja, ja. Und die passenden Maschinen. Ja, da ist der Kuchen gebacken. Speisekammer eingeräumt. Die ist ja vorbildlich. Könnt natürlich auch dazu. Ja.